Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Debatten hier im Haus, aber auch in der Öffentlichkeit, sie sind oft von einem düsteren Bild über die Zukunft geprägt. Ich teile diese Sicht nicht, denn wir haben ein großes Pfund in unserem Land, und das ist die Wissenschaft und die Menschen, die in ihr arbeiten. Bill Gates gab kürzlich auf einer Konferenz in Deutschland ein Interview. Darin steckte viel Optimismus und die klare Aussage, dass es denjenigen noch besser gehen wird, die in 10 bis 20 Jahren geboren werden. Ich zitiere: Grund dafür ist, dass die Innovationsgeschwindigkeit in vielen Bereichen zunimmt. Wir können positiv in die Zukunft blicken, wenn wir offen sind für Innovation, offen sind für das Tempo, mit dem neue Technologien unser Land verändern. Das ist natürlich eine Herausforderung für eine ehrwürdige Industrienation wie Deutschland, vor allen Dingen aber eine Chance. Und in diesem Geist sollten wir Debatten führen, vor allem an einem Tag wie diesem, an dem wir unsere Zukunftsstrategie, Forschung und Innovation beraten. Die Zukunftsstrategie ist gebündelte Zuversicht. Wir können Innovation, wir können Schrittmacher einer guten Zukunft sein. Was genau leistet diese Strategie? Sie knüpft an das Ziel der Regierungskoalition an, mehr Fortschritt wagen. Sie übersetzt unseren Gestaltungsanspruch in gemeinsame Missionen mit klaren Zielen, getragen von dem Verständnis, ob Klimawandel oder Digitalisierung, ob Ernährung oder Gesundheit. Herausforderungen lösen wir nur mit Forschung und Innovation. Die Zukunftsstrategie, sie ist das neue Fundament für eine ressortübergreifende Forschungs- und Innovationspolitik raus aus dem Silo-Denken. Es wird Missionsteams geben, kleine, agile Einheiten, die koordinieren und Kurs halten, besetzt mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aus der Praxis, aber auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beteiligten Ressorts für mehr Austausch untereinander. Das ist das Ende des Silo-Denkens. Rückenwind dafür kommt von der Expertenkommission Forschung und Innovation. Sie hat vor 2 Wochen ihre Empfehlungen vorgestellt. Und die Zukunftsstrategie, sie setzt vieles bereits um. Mit ihrer Missionsorientierung, mit stärkerer Zusammenarbeit der Ressorts, mit dem Abbau von Fortschrittshürden. Und sie, das verstehen einige nicht, aber sie ist nicht der Endpunkt, die Verabschiedung. Sie ist ein Start in diese Mission. Sie ist der Startpunkt, meine Damen und Herren. 2 Aspekte sind mir hier besonders wichtig: Technologieoffenheit und Transfer. Zum ersten Punkt. Die Zukunftsstrategie spricht sich klar für Technologieoffenheit aus in der Grundlagenforschung und der Projektförderung. Sie ist ein zentraler Wert für uns, denn je mehr Optionen, technische Optionen wir haben, desto eher kommen wir ans Ziel. Die Wissenschaft, sie muss frei sein. Und mal ehrlich, kaum sonst wo auf der Welt ist die Wissenschaft auch so verantwortungsbewusst wie bei uns. Erneuerbare Energien ergänzt um Fusion, neue Züchtungsmethoden eingebettet in nachhaltige Landwirtschaft, E-Mobilität sowie der Einsatz von E-Fuels, da liegen große Potenziale. Der 2. Punkt, bei dem wir uns hier in Deutschland oft schwer tun, der Transfer. Und das nicht erst seit einem Jahr, liebe Union. Auch hier sind wir aktiv, das wissen Sie, mit dem Sprint-Freiheitsgesetz, mit der DATI. Für Sie werden wir das finale Konzept vorlegen, nachdem wir uns intensiv mit der Innovationscommunity ausgetauscht haben, um zusammen das Beste, die beste Lösung für unser Transferproblem zu finden. Und das soll noch im ersten Halbjahr passieren. Ganz wichtig, aber an dieser Stelle, die DATI wird sowohl technologische als soziale Innovationen adressieren. Beides denken wir im Haus zusammen. Erst moderne Technik und modernes Leben zusammen ergeben echten Fortschritt. Hier zeigen sich besonders deutlich die Grenzen autokratischer Systeme und unser Wettbewerbsvorteil. Diese Systeme, sie mögen die Begeisterung für neue Technologien teilen. Die Begeisterung für ein modernes, freies Leben hat in Autokratien aber keine Chance. Es wird meistens brutal unterdrückt. Zurzeit diskutieren wir viel über China, über unsere Zusammenarbeit. Gerade bei Forschungskooperationen muss sehr klar sein, worauf man sich einlässt. Unser Ministerium unterstützt die Wissenschaft mit mehr Aufklärung und Orientierung. Ebenfalls wichtig, wir müssen die Abhängigkeiten reduzieren. Wie wichtig das ist, das haben wir nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gesehen.
Wir müssen in Europa selbst in der Lage sein, Schlüsseltechnologien zu beherrschen. Mehr noch, wir müssen den Anspruch haben, Leitmarkt für Zukunftstechnologien zu sein. Denn nur so sichern wir unsere Standards und vor allen Dingen unsere Werte. Wir im BMBF, wir sehen uns als Ermöglicher, als das Chancenministerium, denn wir wollen Chancen schaffen, wo noch keine sind, und Chancen ergreifen, wo andere zögern. Genau dafür steht diese Zukunftsstrategie, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank. Thomas Jatzombek hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.